Willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Wir sind immer noch hier. Und jetzt beginnt der spaßige Teil, der mir überhaupt nicht gefallen wird. Wir gehen nämlich zu den Gleisen. Yay! Ich bin Begeisterung pur jetzt hier. Weil es ist doch so jetzt, also es ist irgendwie schon so klar, dass da etwas passiert. Was war das gerade eben? Habt ihr... Ah. Okay, das wieder. Okay. Nice. Ich weiß nicht. Passen Sie heute Abend auf. Oh Gott, die Gleise sind. Die Fans. Nein. Aber die Gleise sind in der Nacht anders. In diesem Fall müssen Sie dieses Amulett nehmen. Hallo? Oh, nur keine Sorge. Aber halten Sie sich fern von den Gleisen. Ich weiß nicht. Passen Sie heute Abend auf. Stimmt, die haben alle gesagt, wir müssen sich von den Gleisen fernhalten, ja. Hallo? Gut, ich lebe noch, das ist gut. Das ist ja toll. Yes! Stell dir vor, du bist ein Nachtpendler, hast dich einfach nur im Zug eingepennt, bist daher gefahren, sitzt jetzt da auf diesem Bahnsteig und wartest, bis der nächste Zug fährt, schlafst vielleicht auch, weil es so lange dauert, und dann tötet dich ein Geist. Wie arsch wäre das denn? Will ich wirklich da hingehen, Leute? Klick schon mal zu diesem scheiß Amulett hin. Springen wir mal. Ich habe das Gefühl, aus dem Dunkeln beobachtet zu werden. So, ich setze mich jetzt noch bequem hin. So. Hier hätte man vielleicht irgendeinen Stoff, den jetzt nehmen soll oder sowas, irgendwas zu. Okay, let's go. Hallo? 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 Is somebody here? Somebody wanna go to the discotheque with me? Irgendetwas stimmt nicht mit dem Signal. Klemmt es? Keine Ahnung. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss schnell nachdenken. Okay, Maus, eine bitte. Dunkelheit nähert sich. Maus, hallo, Maus, okay. Da ist er, aha. Was ist das denn? Hallo? Hallo? Oh Gott. Oh Gott, was war das denn jetzt? Stirb, ich hab ein Amulett, ja? Ja, ich hab ein Amulett, Bitches. Britzel euch, ich britzel euch alle weg. Ha. Na, kommt her. Wer will was, hä? Hä? Okay. So, das war knapp. Okay. Es scheint, als hätte ich gewonnen. Bitches, don't try this at home, children's. Ei. Was zum Teufel waren das für Dinger? Phantome? Vielleicht sind alles Phantome. Hast du mal da gedacht, dass das vielleicht da Geister sind oder sowas? Was ich jetzt auch sagen muss, also das Spiel hat jetzt... Das schaut ja auch schon so einladend aus alles. Hey, gehen wir doch mal hin, oder? Aber das Spiel hat jetzt extrem stark mit dem Gruselfaktor zugenommen. Das muss man echt zugeben. Ich habe das Gefühl, aus dem Dunkeln beobachtet zu werden. Wohin will ich überhaupt? Nordfield. Ist das der Friedhof? Bahnlinien nördlicher Kerrierwald. Okay. Ich habe das. Okay, Gefühl, da will er nicht hingehen. Hab aus dem Dunkeln beobachtet zu werden. Oder will er das nur mit dem Amulett machen? Das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Okay, das ist auch nicht richtig. Dann gehen wir halt so lang. Ah nein, ich will ja so lang, genau. Ich will ja zum Friedhof wieder. Was mir auch nicht wirklich gefällt. Geisterjagd auf einem Friedhof machen. Sehr intelligent, Mr. Danvers. Daumen hoch für dich. Daumen hoch. Aber wenn das jetzt schon so zunimmt mit dem Gruselfaktor und so, ja. Habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt ist es vielleicht bald zu Ende, das Spiel.
Es ist viel zu dunkel, lass mich raten. Er geht schon wieder zurück. Es ist zu dunkel, um es mit eigenen Augen zu sehen. Na, Gott sei Dank haben wir eine Kamera mit Night Vision. Ei? Night Vision. Das wird so aufregend werden. Okay. Links, rechts. Hallo? Hallo? Ich habe das Gefühl, aus dem Dunkeln beobachtet zu werden. Ja, das ist toll, Mr. Danvers. Du blöder Ein dekorativer Grabstein. Hoffentlich ist es nur ein dekorativer Grabstein. Gott, ich warte ja nur darauf, bis plötzlich irgendwo ein Geist oder sowas hinkommt, so black, wenn du dich umdrehst. Okay, das war der Weg nach draußen, das wurde. Man hört im Wald auch immer dieses Knacksen. So, aber das ist nicht das normale Waldknacksen, es ist dieses. Da ist jemand drin, Knacksen. Okay, gehen wir dieses Mal nach links. Da geht's raus. Okay, da geht's nirgendwo hin. Da. Da geht's. Geht's da hin? Nirgends. Da geht's raus, das weiß ich, das sollte ich mal merken. An diesem Platz liegt eine Leiche. Nein, es ist ein Friedhof, Mr. Danvers. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass dort eine Leiche liegt. Hallo? 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 Senoritas. Senoritas. Oh Gott! Was war das denn jetzt? Okay. Jetzt drei. Das ist nicht richtig. Okay, not. Maybe this. Das ist nicht richtig. No. Okay, don't do something like this. Hallo. An diesem Platz liegt eine Leiche. Das ist ein Friedhof, Mr. Danvers. Klar, dass dort eine Leiche liegt. Wo bin ich hier bitte? Da geht's lang. Das ist nicht, da bin ich gerade herkommen, wenn ich herkomme. Oh, toll, die Kirche ist offen. Hey, yippie-kaye. Die Tür ist verschlossen. Wirklich, toll. Hallo! Hallo! Senoritas! Senoritas everywhere! Hallo! Ein Buch! Was ist das denn für ein Buch? Okay, Binden der Nachtschatten. Des Predigers Furcht. Kriechendes Efeu. Hexenband Eschendorn. Ein Gestaltenwesen besteht aus vielen Einzelteilen. Eine solche Kreatur zu vernichten ist praktisch unmöglich, doch sie lässt sich kurzzeitig unterdrücken. Dazu muss man das Herz oder das Zentrum der Kreatur finden und die dunkle Energie darin in einem blinden Pentagramm aus Blüten und Blättern einsperren. Doch Vorsicht, Gestaltenwesen sind oftmals böse Geister, die als dunkler Dunst oder schwarzer Nebel getarnt jenen ausweichen, die sich vom Bösen befreien wollen. Schnelles Handeln ist vonnöten. Es bleiben nur Sekunden, um die kostbaren Blätter in Position zu bringen. Mr. Danvers, ich habe getan, was ich versprochen hatte und ein paar Kerzen für Sie angezündet. Warum Sie nach Anbruch der Dunkelheit in der Kirche, weil... Okay, das ist nur der Priester, bla 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 bla. Möchte ich da wirklich rein? Oh, Gottes Willen. I got this. Ich muss schnell nachdenken. Hallo. Eine schattenhafte Macht blockiert meinen Weg. Wiedersehen, auf Wiedersehen. Guten Tag, hat mich gefreut. Die Blumen sind trocken, alt und spröde. Ja, das ist schön. Einfach nur weg. Hallo? Das habe ich bereits.
Was ist das? Eine Pflanze vom Kirchfriedhof in Northfield. Okay. Wo sind hier meine ganzen Pflanzen hin? Die ganzen Dinge, die ich gehabt habe. Anscheinend brauche ich die nicht mehr. Ja, nice. So, jetzt hätte ich mir auch noch merken sollen, welche Sachen ich da eigentlich finden muss. Auf das Bild nochmal. So. So, binden dann. Ich sollte mir jetzt wieder auf meinen Notizzettel das draufschreiben. Ich habe mir jetzt extra einen neuen gemacht. So. Machen wir Kirche. Okay, binden der. Dann haben wir schon 10 Dinge. Nachtschatten. Ne. Oh, okay, das muss ich auch in der richtigen Reihenfolge machen. Okay, das ist 1. Kann ich das vielleicht irgendwie eine Notiz oder sowas davon machen? So also im Spiel. Okay, 2 ist Predigers Furcht. Okay, sind aber 5 Dinge, oder? Ja, 5, 3, 5. Das ist der kriechende Efeu. Ich kürze das jetzt mal ab. Der Hexenbann. Die Eschendorn. Also das hat jetzt echt verdammt stark mit dem Gruselfaktor zugelegt. Das muss man echt zugeben. So, und ich habe jetzt... Eine Pflanze vom Kirchfriedhof in Northfield. Das ist alles, was ich habe. Okay. Ein dekorativer Grabstein. Supi, Mr. Dennis. Nice, Mr. Dennis. Oh Gott, hallo! Hallo! Das ist auch wieder eine tolle Tochter. Ich muss schnell nachdenken. Wieder schauen. Ich möchte gehen, bitte. Hallo? Danke. Also diese Kirche hat eindeutig ein paar Probleme mit Geistern. Das muss man hier eindeutig... Diese Tür ist zugerostet. Okay, es ist zugerostet. Wie du meinst. Irgendwie warte ich ja nur auf den Jumpscare. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, aus dem Dunkeln beobachtet zu werden. Du wirst beobachtet, Mr. Danvers. Das ist doch sonnenklar. Hallo, Grabsteine. Okay. Eine Pflanze vom Kirchfriedhof. Oh, das war eines der Pflanzen, okay. Das habe ich bereits. Das hast du bereits, Mr. Denvers. Schön, Mr. Denvers. Das ist toll, Mr. Denvers. Mr. Denvers. Man hört ja im Hintergrund immer dieses... Das macht die Schleimfrei. Wie? Ah, da ist was. So, 3 habe ich jetzt mal von 5. Das habe ich bereits. Toll, Mr. Denvers. Sie sind ein Wahnsinn, Mr. Denvers. Ich glaube an Sie, Mr. Denvers. Sie können das schaffen, Mr. Denvers. Ich habe das Gefühl, aus dem Dunkeln beobachtet zu werden. Dings. Das ist wie damals bei diesem, wo du beim ersten Mal beim Friedhof bist und du drauf drückst und der Friedhof von 6, der schaut gut aus. Bin ich von da gekommen? Ja, das ist nämlich ganz der Anfang. Aha. Hey! So, 4 von... Okay, eine fehlt mir noch. Hallo? Ich habe das Gefühl, aus dem Dunkeln beobachtet zu werden. Mr. Danvers, gehen Sie mir nicht auf die Nerven, bitte, Mr. Danvers. Okay, es schaut ja alles so gleich aus hier irgendwie. Da war ich, glaube ich, schon. Bin ich gekommen? Ich
wieder das für dich. Wer das zu tun gehört, beobachtet. Holali. Ja, ich, da gehe ich raus, oder? Ja, da gehe ich raus. Das wollte ich nicht. Ich weiß zumindest, dass wenn... dass ich in Sechsten niemals leben könnte, dann würde ich sowas von wegziehen. Irgendwo hin, ist mir ganz egal. So. An diesem Platz liegt eine Leiche. Ach Gott, da geht er von Friedhof und sagt, da liegt eine Leiche. Nein, wirklich, Mr. Danvers. Hat ich dachte, das ist ein ganz normaler Spielplatz. Okay, gehen wir mal hier entlang. So. Das ist mein Mann, das war dann. Sagt, hey, ich werde beobachtet. Aus der Dunkelheit. Kurz ein Generer auch mit reingeschnitten. Haha, toll. So, wo ist die letzte Pflanze, Gott verdammt? Ich habe keine Ahnung. Die habe ich das schon. Das habe ich bereits. Gehen wir mal hier entlang. So. Ich habe das Gefühl, aus dem Dunkeln beobachtet zu werden. Du hast da unten das, ja? Dann klickt es auch schon so drauf. Das habe ich bereits. Das war mir klar. Gerostet, das hatten wir schon mal. Oh! Aha! 1, 2, 3, 4, 5. Passt, jetzt habe ich alle 5. Okay. Ich habe den Eingang wieder finden. Ist jetzt nur die Frage, muss ich das jetzt da anwenden oder bei dem bei der Hand draußen? Okay, gucken wir mal selber. Okay. Bindender Nachtschatten. Oh Gott, du kannst nicht beides gleichzeitig gucken, das ist nervig. Das ist der bindende Nachtschatten. Eine Pflanze vom Kirchfriedhof in Northfield. Okay. Das ist nicht richtig. Das ist der bindende Nachtschatten. Jo, das ist er. Das ist er. So, dann dieses Dings. Ja, wahrscheinlich genau jetzt umgekehrt bei mir, oder? Nein, das ist das. Kann ich das vielleicht da sehen? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Eine Pflanze vom... Eine Pflanze... Eine. Ich sollte mir das vielleicht genau merken. Okay. Bindender Nachtschatten, Predigers Furcht, kriechender Efeu, Hexenbahn, Eschendorn. Okay. Wie merke ich mir das am blödesten? Ist jetzt mal nur die Frage, ist das jetzt bei dem... Blödes Muckelspieler. Ist das jetzt da? Oder... Ich muss schnell nachdenken. Eine Pflanze vom Kirchfriedhof in Northfield. Okay, da ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Der wirklich keine Notiz drin gemacht. Das ist nicht richtig. Ein Buch über die Folklore in Sa... Wo war denn die Hand? Wo war die Hand? Da war, glaube ich, die Hand, oder? Yep, da war die Hand. Das ist nicht richtig. Was muss ich denn tun? Eine Pflanze.
Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Okay, okay, Mr. Danvers. Easy there, brother. Ich hab zwar 1, 2, 3, 4, 5, die 5 Sachen, aber ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ja, gehen wir nochmal rein, vielleicht. Sollte ich mir das vielleicht auch durchlesen, was da drin standen ist? Den Brief zum Beispiel. So. Da. Ich habe jetzt getan, Dunkelheit, ich hätte eigentlich jetzt warum einfach Dunkelheit verbringen wollen, ist mir unbegreiflich. Es ist ein kalter Ort voller böser Erinnerungen uns. Den Seelen jener, die schon vor langer Zeit hätten weiterziehen sollen. Ich spüre, wie Egerst und das Herz noch immer in diesen Händen schlägt. Ich war ja gemeinsam mit ihnen wach, aber hier ist eine Dunkelheit, die mein Herz nicht ertragen, kann. Ja, nicht überleben konnte. Selbst diese alten Krähen ziehen hier vor, sobald die Sonne dann. Okay, das Buch, das vorlesen ist ein altes Ding. Und oft haben mir die Zaubersprüche gute Dienste erwiesen in Zeiten der Krankheit und Sorge. Das Böse in der Kirche ist nur schwer ausfindig zu machen und zu besiegen. Es scheint gebrochen oder geteilt zu sein, wie ein durchtrennter Wurm oder ein unbesiegbares Unkraut. Sie müssen das dunkle Herz vernichten, dann werden die geringen Kinder verschwinden. Viel Glück, mein Junge. Wesley, was? Okay. Aha. Okay. 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 Kann ich vielleicht da gehen? Ah, da kann ich nicht. Da kann ich gehen. Haha. Will ich denn da gehen? Nein, dann möchte ich. Da ist ein Dunkelheitsdingsi. Ja, ich gehe ja schon. Aber vielleicht muss ich da was machen? Kann ich da was machen? Ich muss schnell nachdenken. Ah, da möchte ich nichts hin. Nein, nicht da. Ach Gott, diese Kirche ist so blöd. Da gehe ich wieder zurück, okay. Da gibt es eh nur die zwei Wege und da komme ich dann dahin. Dann kann ich da wieder mal hin, da kann ich da wieder mal hin. Das bringt mir nichts. So, okay, wisst ihr was? Also, das geht wieder so. Ich werde jetzt mal wieder einen Schnitt machen. Hoffentlich mein Ding wieder finden, was ich mit dann spiele. Okay, also ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine Freunde. See you, my friends.